Die Franken, die haben ja sehr lange auf einen Tatort gedrängt. Ich finde es absolut berechtigt, dass sie den gekriegt haben. So, die Leute sind direkt und herzlich und freuen sich sehr, was natürlich noch mal viel mehr motiviert. Die kommen manchmal vorbei und sagen, ey, super, Tatort, Franken-Tatort. Ich glaube, das sind einfach schon auch die Locations. Also wir drehen in Nürnberg, wir drehen in Franken und da wird ganz viel auch das, was man sieht, Franken sein. Ja, was ist denn hier eigentlich los? In Nürnberg. Ich habe jeden Moment in dieser Stadt, in diesen Dreharbeiten wirklich genossen. Und ich glaube, und das ist jetzt nicht, weil wir diesen Film machen, ich glaube, ich kann wirklich sagen, ich hatte noch nie so angenehme Dreharbeiten. Noch nie. Diese Stadt hat uns so viel geschenkt. Die hat uns quasi so bestärkt, diesen Film zu machen. Da gab es keine Skepsis, da gab es nicht irgendwie, ja, irgendwas. Also es gab nicht eine einzige schräge Bemerkung oder so, sondern immer nur Bereitschaft. Immer nur Freude darüber, dass es passiert. Ja, Voss hier nochmal. Ich wäre jetzt hier, aber wahrscheinlich ist Ihnen irgendwas dazwischen gekommen. Ja, gut, ich mache mich dann einfach schon mal auf den Weg. Tschüss. Ich finde an der Rolle interessant, dass sie nicht aus Franken kommt, dass sie sozusagen aus Norddeutschland kommt und hier Leiter der Mordkommission wird. In einer fremden Gegend. Er kommt auch aus persönlichen Gründen hierher, die jetzt, glaube ich, noch nur angedeutet werden. Aber durch diesen Kontrast, dass er von woanders herkommt, wird der Blick, denke ich, auf Franken auf jeden Fall schärfer. Hallo, Herr Voss. Hallo, Frau Ringelhahn. Also man kann die Rolle, denke ich, nicht getrennt, also isoliert sehen von der Rolle von Dagmar Manzel. Entschuldigung. Ja, wir haben sie ja schon längst auf dem Foto gesehen, aber so hoch aufgeschossen, das macht ja auch Freude. Ja. Ich finde diesen Ansatz sehr schön, dass so wie die Paula eben auch tickt, so der Felix, der kommt immer halt, der ist, wird man erfahren, warum er jetzt eben halt nach Nürnberg kommt. Und die freut sich einfach, es kommt ein neuer Kollege, bin gespannt, okay, der gut arbeitet gut, der ist offen, der ist genauso interessiert, der will auch diesen Fall lösen. Und die kommen, also begegnen sich sehr offen und mit einer großen Wärme und Freundschaft ist übertrieben, die lernen sich ja erst kennen. Aber das ist so unkompliziert. Das ist Hauptkommissar Schatz. Ach, Herr Schatz, hallo. Ja, gerne auch unter anderen Umständen, aber man sucht sich sowas ja nicht aus. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Sind Sie überhaupt schon, ist er überhaupt schon im Dienst? Er ist schon im Dienst, ja, er ist frisch eingekleidet, genau. Das kriegt man nicht alle Tage angeboten, sowas. Und das war schon eine relativ große Freude, ja, dass ich den Schatz spielen darf. Ich bin jetzt gerade noch mal am Tatort gewesen. Schau doch mal her. Der Tunnel da, das ist die kürzeste Verbindung zwischen dem Institut, wo der Rand steht, Gerbert hat, und dem Tatort. Das ist sein Wagen. Und wie er aus dem heraus, was er ist, dann diese Rolle angegangen ist, das hat mir allergrößten Spaß gemacht. Und das war schon beim ersten Casting so. Das erste Lesen war schon irgendwie für mich eine Offenbarung. Ich habe mir gedacht, so nicht schrullig, aber so eigen, wie er das macht, ist es genau richtig. Ich habe da neulich im Fernsehen zum Beispiel so eine erotische Sendung geschaut. Du meinst die, wo sich der Ehemann als Postbote verkleidet und seine Frau kommt dann mit dem Tee? Na, das ist doch eine sehr gute Sendung. Aber hier hat einer ziemlich vermasselt. Das ist schlicht und einfach seine Persönlichkeit. Das ist das, wie er ist, wie er als Mensch irgendwie über die Straße geht, wie er einem die Hand drückt, wie er einen anguckt. All das, was ihn macht, das hat mich fasziniert. Ja, ich hatte irgendwie, habe ich das gehört, dass er Sachen auch mal öfter haben will. Und hatte da auch einen gewissen Bammel davor. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass er das macht, weil er irgendwas rauskriegen will oder weil er einen Punkt
finden möchte in dem, was gespielt, was gesagt, was dargestellt wird. Das siehst du ja schon von hier. Ja. Mit dem ist der Verdacht, was ist denn da? Das ist so. Dann kommst du hierher, dann schaust du nach da, dann schaust du nach da, schaust du nach oben. Also diese drei Blicke, die müssen ganz genau sein. Wir versuchen uns nur einen ersten Eindruck zu verschaffen und haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie und Ihre Kollegen mitgenommen sind von der ganzen Situation, oder? Ja, total. Nehmen Sie sich einfach so viel Zeit, wie Sie brauchen. Also unsere Kollegen schauen sich schon mal ein bisschen um. Letzte Seite Adressbuch, da sind immer irgendwie die Buchstaben groß geschrieben. Super. Stopp, ich hab's. Letzte Seite Adressbuch, da sind immer wieder einzelne Buchstaben groß geschrieben. Super, dann gehen wir da mal rein. Naja, also der Sebastian Fleischer, der ist eher so ein wenig ruhig, gediegen und hat gern so seine geregelten Arbeitszeiten und ja, ist geboren in Oberfranken, Hof, ne? Und ja, ist ziemlich entspannt, so was den ganzen Dienst betrifft, ne? Und sag ich mal, ein Schritt zu viel, ne, ist halt eben zu viel. Fräulein Polizeipräsidentin. Der Herr Fleischer, was gibt's denn? Wir hätten hier einen Herrn von der Rohrreinigung. Der hat in der Einbuchtung einen leeren Wagen bemerkt. Doch, weiß er nicht mehr so genau, aber war wahrscheinlich um die Tatzeit rum. Welches Fabrikat? Dunkler Golf. Also einer von 5000. Wahrscheinlich 10er. Der Fleischer findet ja auch noch seine Kollegin, die Wanda Goldwasser. Die findet er ziemlich gut. Und da ist er immer so ein wenig dran an der. So, also versucht's zumindest, aber ja. Klappt immer nicht so ganz, glaube ich. Ja. Genau. Ich mag Ihre Direktheit, ich mag Ihre Lebendigkeit, Ihre Energie, auch Ihre Form von Humor. Leute anzugucken und zu schauen, wie gehe ich mit denen um, was kommt dann da. Also ich finde, sie ist auch ein bisschen, hat Lust an der Provokation, an der leichten. Und sie ist sehr im Jetzt. Offener ist, lass mal schauen, das ist alles, das Maximum offen. Das ist Maximum, ja. Okay, schwenkt dir mal die Geschichte von unten rein, wenn sie reinkommt. Es ist mir die größte Herausforderung im Leben, dieses Jetzt immer enger, also wirklich da zu sein, wo man gerade ist. Und das reizt mich an dieser Figur, wirklich offen zu sein, offenherzig, mit offenen Augen, das anzuschauen, was ihr begegnet. Und an dem Fall selber mag ich sehr die psychologische Feinheit, wie in die Abgründe zu gucken. Elli Wasserscheid ist von einer sehr starken Präsenz und Lebendigkeit in dem, was sie macht. Und ist sehr direkt, was ich ganz, ganz wunderbar finde. Also es ist nicht sozusagen, dass sie durch irgendwelche Schichten hindurch spielt, sondern es ist wirklich sehr hier und jetzt und was liegt an. So. Das ist im Regal über dem Kühlschrank. Auf jeden Fall. Ich habe nie gedacht, dass das so ein Aufwand ist, ne? Dass da so dranhängen eigentlich. Ne? Ich habe gar nicht mit gerechnet, dass das eigentlich zum Dran kommt. Ja, weil ich mir gedacht habe, was wollen denn die bei mir da, die alten Hitten. Der Dario ist wirklich aufregend auf einer Seite, weil die ganze Familie das mitgekriegt hat, sagen wir mal so. Ja. Und dass das mal vor der Haustür stattfindet, das ist wirklich aufregend, also spannend und aufregend, ja. Okay, cool, dann muss ich nicht drauf achten, dass es ist eine Geschichte, es ist ein neues Setting, es ist jetzt für mich eine neue Figur, die mit diesem Frankentatort geboren ist und weitergeht und die erst mal mit Max zu arbeiten und so, und ich lerne da einfach immer viel und das war für mich ich nehme da viel mit für alles, was kommt. Hallo? Auch hallo.
Hallo, wegen der Handys noch einmal. Ja? Einer von denen, die uns noch fehlen, der ist hier in der Nähe gemeldet. Da fahre ich jetzt einmal hin. Gut. Ruhe bitte, wir drehen wieder. Und Ton ab. Ton ab. Von 44, 45, 7. Achtung. Und bitte? Was? Verschwiegen. Ich verschwiegen. Naja, Ihre Haare wurden auf dem Fahrersitz gefunden. Was haben Sie denn in dem Wagen gemacht? Ich habe ihn benutzt. Ständig. Aber gestern früh waren Sie zu einem Gespräch in Bamberg und dann zur Tatzeit. Sind Sie einfach so herumspaziert? Ich habe Ihnen schon alles gesagt. Was für ein Mann war Professor Ranstedt? Attraktiv. Oder haben Sie damit irgendein Problem? Wie lange ging das? Einmal ging das. Frau Köster, Sie waren zur Tatzeit allein. Niemand hat Sie gesehen. Sie müssen damit rechnen, dass wir uns wieder bei Ihnen melden. Immer wieder gerne. Dankeschön. Cut, okay? Aus. Das war meine erste Kopierung. Sofort auf die Kamera muss umlegen. Ich war damals selber dabei, als diverse Hörsäle angeschaut wurden. Also für mich sah irgendwie einer aus wie der andere. Aber Max Ferberböck war völlig klar, dieser Hörsaal, der muss es werden. Der ist richtig. Professor Ranstedt, unser Mordopfer, hat ja hier doziert in diesem Hörsaal und hat vermutlich auch solche Formeln an die Tafel geschrieben. Unsere Ausstattung hat heute mit einem dicken Spickzettel diese Formeln an die Tafel geschrieben und wir hoffen mal, dass die richtig aufgeschrieben sind. Machen wir das Set einmal kurz frei. Wir haben noch 5 Minuten für die Technik. 5 Minuten. Wenn man hier so in den Hörsaal reinkam und gesehen hat, wie hier gedreht wurde, dann hatte man nicht den Eindruck, dass das künstlich implantiert ist, sondern das hat eine große Natürlichkeit. Das hat was ganz Authentisches und das ist ja auch die Art und Weise, wie Max Ferberböck seine Filme macht. Das ist emotional immer glaubhaft und man glaubt die Orte, man glaubt die Figuren, man glaubt die Geschichte an ihrem Ort. Ja, hat schon was irgendwie, wenn man dann auch im Fernsehen dann später sieht, die Plätze, wo man täglich vorbeiläuft, da wird jetzt ein Tatort gedreht, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Boah, geil! Cool, die drehen Tatort. Ich find's cool, dass man mal seine schönste Stadt der Welt auch im Fernsehen sieht. Ich glaube, man hätte sich tatsächlich dieses umfangreiche Komparsencasting zumindest für diese Uni echt sparen können. Man hätte die Leute von den Gängen holen können. Hier hätte jeder gerne mitgemacht und der Frankentatort wird hier unglaublich freundlich und mit so einer ganz großen Unaufgeregtheit integriert und wahrgenommen und mitgenommen und getragen und das ist wirklich unheimlich schön zu sehen. Also eigentlich, das ging, glaube ich, an der erste Moment, der so spürbar war für mich. Ich bin mit einem Leihwagen aus Berlin gekommen und es hat geregnet, es war anstrengende Fahrt und so weiter. Und dann bin ich da, hatte ich ein Hotel in der Südstadt und da in der Nähe vom Bahnhof und da bin ich an einer Ecke zum Halten gekommen und habe irgendwie diese Straßen gesehen und habe die Oberleitung in dieser Stadt gesehen und da war rechts so ein älteres Haus mit so einem Waffenhändler drin und ich stand an dieser Ecke, das erste Mal habe ich durchgeatmet und habe sofort gesagt, hier will ich sein, hier will ich drehen. Das hat mich von ersten Moment an fasziniert. Der Regisseur ist mit dem Szenenbildner durch ganz Franken gefahren, um sich erstmal einen Eindruck von der Region zu verschaffen. Und dann hat der Szenenbildner sich entschlossen, die Motive selber zu suchen
um einfach ein Gefühl für den ganzen Film zu bekommen. Normalerweise macht das ein Spezialist, den nennt man Location Scout, aber in dem Fall hat es der Chef sozusagen persönlich gemacht und darum sind die auch besonders schön, die ganzen Motive. Ich bin 10 Wochen, glaube ich, vorher gekommen und habe dann immer eine Woche gesucht. Eine Woche war ich wieder in Berlin und dann habe ich dann das aufbereitet, habe es ihm als Bilder geschickt und dann ist er gekommen und so alle 2 Wochen hat sich es angeschaut. Also, und das mache ich eigentlich sowieso relativ gern, dass ich als Szenenbildner die Motive selber suche. Wenn die Farben nicht trocken werden, dann wir bauen hier jetzt für den Frankentatort die Polizeidirektion, das Polizeirevier für die ermittelnden Beamten, wo dann auch alle Gespräche stattfinden, die ganzen Ermittlungsarbeit. Das ist ein bisschen laut jetzt, aber es gehört dazu. Nun hören Sie doch mal zu. Niemand will Ihnen etwas einreden. Wir sind Kollegen. Ja, das hier. Das müssen Sie doch wissen. Also. Es war kurz vor Mitternacht. Regen. Der Wagen hat den Hund gestreift. Dann ist er irgendwie abgekommen. Wir haben hier einen Besprechungsraum da hinten, wo die dann sich finden werden und sich dann über den Fall unterhalten. Es gibt bestimmte Arbeitsplätze für die einzelnen Beamten. Ist das meiner? Ja, wir sehen ihn nett bei schöner Wohnen. Was man auch später dann im Film sehen wird, ist das Treppenhaus, was fantastisch ist. Was auch sofort, wie ich es gesehen habe, wo ich gedacht habe, das müssen wir unbedingt einbauen. Auch wenn es jetzt erstmal, wenn man es so betrachtet, den Rahmen vielleicht sprengt. Aber ich glaube, wenn wir das gut in Szene setzen, dann ist es auch glaubhaft. Aus der Hüfte! Lang gesucht, um was zu finden, was gerade in der Auflösung ist. Und wir haben Glück gehabt, dass wir die Rentenversicherungsanstalt, das darf man ja sagen, die gerade eben umzieht. Und die haben ein großes Büro, ein Bürogebäude mit 4 Stockwerken, was gerade leer steht und wo dann später auch die Polizei einziehen wird. Und wir haben da aus 4 Stockwerken haben uns das Beste rausnehmen dürfen, was für uns praktisch als Möbel, als Requisiten praktisch von Nutzen ist. Es sind Schreibtische aus den 70er, 80er, 90er Jahren, sind Lampen, sind Telefone, sind verdorrte Topfpflanzen, größere Sitzreihen. Also eigentlich alles zu 90%, was wir da verwenden werden, ist in Nürnberg in Gebrauch gewesen bei der Rentenversicherungsanstalt. Da, jetzt bin ich schon verloren. Den neuen Deckel drauf. Wir basteln uns da unsere eigene Asservatenkammer. Also sprich, die Polizei hat da immer irgendwo im Eck Sachen, diese. Beim Mordfall, keine Ahnung, jemand stranguliert jemanden, sich selbst oder wie auch immer. Und die Sachen werden immer eingetütet und dann in ein Archiv gepackt. Und das machen wir jetzt für uns selber, weil wir natürlich jetzt nicht Zugriff haben auf echte Geschichten. Deswegen bauen wir uns das. Wir haben uns dafür entschlossen, jetzt hier in diesem Kaufhaus das zu machen, weil es gibt große Flächen, es gibt für die Kamera sehr schöne Perspektiven. Wir können auch unsere gebauten Wände dann rausnehmen. Das sind sogenannte Sprungwände. Wenn wir jetzt praktisch eine größere Einstellung haben wollen, nehmen wir Wandelemente raus, können damit freier umgehen, haben dadurch eine bessere Auflösung, haben eine bessere Tiefenschärfe auch für bestimmte Kamerafahrten, die wir wohl Schienen legen können. Nicht vergessen. Aber du wolltest 30 Leute von der Bereitschaft haben und die sind jetzt da und das war nicht einfach. Moment. Wir können das Ganze wie ein Baukastensystem praktisch erweitern, kleiner machen. Und dadurch sind wir halt viel freier in der Wahl von den Bildern, die wir hier machen wollen. Ja, und dann macht noch mal bitte den Anfang. Bis dahin. Gut, dann mache ich mich mal breit, oder? Wieso? Wollen Sie denn gleich mitkommen? Nee, jetzt sofort? Wenn wir mitten rein? Ja, freilich mitten rein. Es hieß, wir sollen auch Klamotten mitbringen, die uns passen. Aber es gab dann auch gewisse Kriterien zu beachten, also keine Neonfarben, nicht so viel Schwarz. Und ich hatte jetzt einen riesigen Koffer voller Klamotten dabei. Es kam mir wirklich so vor, als ob ich auf Weltreise gehen würde. Und ich hatte natürlich prompt das Falsche an. Also ich musste mich dann erstmal umziehen. Spannend. Ja, warum? Ja, mal so hinter die Kulissen gucken, wie das alles abläuft und wie lange es tatsächlich dauert, für so eine kleine Szene dann immer wieder zu laufen. Schon ganz cool. Ja, war lustig. War mal schön, hier bei sowas mitwirken zu können. War eine neue Erfahrung, sagen wir es einfach mal so. Und bitte? Ich sehe ein bisschen zu viel von der rechten Seite.
Also ich würde so ein bisschen extremer auf die linke Seite kommen. Kein Problem. Toll. Also ich komme mit Max wunderbar zurecht. Er hat seinen eigenen Kopf, was natürlich ganz wichtig ist als Regisseur. Er ist überhaupt nicht an Durchschnittlichkeit interessiert, guckt sich jede Szene genau an, macht erst Schluss, wenn er wirklich das hat, was er möchte, wie er sich das vorstellt. Er geht dennoch sehr auf unsere Persönlichkeiten ein, auf unsere Art zu sein, zu spielen und so weiter. Da drückt er dann nichts drauf. Er, so nehme ich ihn wahr, liebt Film, Theater und Schauspieler. Voran steht? Es kommt gleich jemand, der sich um Sie kümmert. Haben Sie jemanden in der Nähe, den wir anrufen können? Wir möchten Sie nicht bedrängen, aber wir müssen ganz sicher sein. Der Wagen ist auf Ihren Mann zugelassen. Es geht wirklich um den Fall und wir betreuen den und sind irgendwie, arbeiten dem zu. Und das unterscheidet sich schon ein bisschen, ja. Aber jeder Tatort hat sein Profil, allein auch schon durch die Besetzung und durch die Art und Weise, wie man erzählt. Und diese Erzählweise, so wie wir sie hier finden, die kommt mir sehr, sehr nahe. Wir müssen Ihren Mann identifizieren. Könnten Sie mir zeigen, wie Sie ihn normalerweise anrufen? Wenn man das Leben lebt und Menschen beobachtet, die auch sich in schwierigen Situationen, wie sie sich verhalten oder wie man sich selber auch natürlich in schwierigen Situationen verhält, dann ist das so unspektakulär und oft so, ja, so kaum sichtbar. Und dann gibt es so eine ganz kleine Nuance oder eine ganz kleine Bewegung oder ein Wort, was auf einmal was auslöst und so. Und das finde ich interessant und solche Rollen liegen mir, glaube ich, auch. Es hat nachmittags geklingelt und ich habe gedacht, jetzt kommt wieder der Postbote und bringt irgendein Päckchen oder so. Wohlweislich habe ich aber doch nicht einfach aufgedrückt, bin an die Tür gegangen. Der Hund war ganz aufgeregt, rannte nach vorne. Und da bin ich aber so durchs Gartentürchen nur so hin. Und dann stand er vor mir mit so einer Visitenkarte. Ja, er ist Location Scout und er sucht hier für einen Franken-Tatort ein Objekt. Und ja, ob wir da denn vielleicht Interesse hätten, dann dachte ich erstmal, Ja, da wollten sie diese Wand hier anders haben. Und irgendwie dachten wir, nee, also die jetzt mit einer anderen Farbe zu streichen und da sämtliche Nägel reinzuhauen für irgendwelche anderen Bilder, da waren wir ein bisschen skeptisch. Haben sie gesagt, kein Problem, da bauen wir einfach eine neue Wand davor. Dann sind die halt ein paar Tage vor dem Dreh angerückt, haben eine Wand vorgebaut und dann kamen auch andere Bilder hin, die wollten so ein bisschen das Nürnberg mit aufgreifen und haben uns dann da so schöne Dürerstiche hingehängt, die man sich wahrscheinlich jetzt so nicht unbedingt aussuchen würde. Ja, hier unten hat mich Herr Förberbeck mal erwischt, wie ich gerade am Wäschemachen war. Da war er irgendwie am Wochenende mal da und war mit meinem Mann so auf Hausrundgang, um zu gucken, welche Locations noch für die eine oder andere Szene in Frage kommen. Und dann kam die Treppe runter und ich denke mir, oh Gott, nee, muss der mich jetzt hier beim Wäschemachen auch überraschen? Naja, die gehen bestimmt gleich weiter, was will der wohl in meiner Waschküche? Und dann bleibt er stehen und guckt und man merkt so richtig, wie es so in ihm arbeitete. Ja, das wäre doch auch gut hier, so ein ganz abgelegener Raum und das kristallisierte sich immer mehr raus, dass eine Szene, und ich glaube sogar eine Schlüsselszene, genau in diesem Waschkeller gedreht werden soll. Und ich dachte nur, oh je, jetzt musst du da deinen Waschkeller in Ordnung bringen, ja, wer weiß, wofür es gut ist, dann ist der auch mal wieder aufgeräumt. Dann habe ich also alles dran gesetzt, dass natürlich, wie so weit war, hier fast nichts mehr rumstand und er kommt rein und meint, schade, ist jetzt alles so ordentlich, da brauchen wir viel mehr dreckige Wäsche. Aber das haben wir dann auch hingekriegt, einen Gang durchs Haus und alles eingesammelt und schon waren wieder ein paar Waschkörbe gefüllt. Okay. Das habe ich gestern gar nicht genau mitgekriegt, aber so. Ganz vorne. Kann ich jetzt aber hin? Gott. Der drehbegleitende Schnitt war eine ziemlich spannende Zeit. Anders als sonst eigentlich, weil Max jemand ist, der während des Drehs sich den Schnitt nicht anschaut. Das heißt, er guckt sich genau die Muster an und weiß Bescheid über, was er gemacht hat. Ich überlasse den Cuttern die gesamte Arbeit vorher.
Also ich schaue nie während des Drehens in einen Schnitt, habe ich noch nie gemacht. Und dann komme ich und dann falle ich erstmal in Ohnmacht. Wir hatten zwar Stunden gesprochen vorher, aber das war ein Detail, was mir nicht ganz klar wurde, was mir nicht ganz klar war. Und insofern war es dann für mich interessant, einfach so lange vorzuarbeiten und vorzulegen, ohne so ein direktes Feedback vom Max zu haben. Ja, was ist denn hier eigentlich los? In Nürnberg! Dieses sozusagen nicht vorher reingucken hat auch damit zu tun, dass ich ganz, ganz neugierig bin drauf, was für einen Blick so ein Editor auf den Film hat. Also da kommt sozusagen zu meiner Dimension kommt nochmal eine ganz andere dazu. Und das finde ich toll zu sehen, wenn das möglichst weit ist, damit ich irgendwie das Gefühl kriege, ah, so kann man es auch machen. Ja, wir haben uns erstaunlich wenig gestritten, aber ich hatte den Eindruck, dass wir am Ende der Zusammenarbeit auf jeden Fall in der Lage waren, ohne hinterher böse aufeinander zu sein, auch über, also wirklich verschiedener Meinung zu sein. Da gibt es durchaus Momente im Film, wo das vielleicht sogar so ist, aber der Regisseur hat immer recht. Also es geht schon mal hin und her. Und natürlich gibt es dann immer diesen Satz, ja, ich weiß, der Regisseur hat immer das letzte Wort und so weiter. Dann bin ich aufgefordert, ihm das sozusagen intellektuell klar zu machen, warum vielleicht etwas anders sein sollte. Einfach annehmen tut das bei Gott nicht. Und so ist dann die Stimmung hier. Also es ist eigentlich meistens vergnüglich, weil er ein wirklich sehr ein blitzwacher und gescheiter Kerl ist. Ich habe ihn ja engagiert, ich weiß ja gar nicht, wie der geschnitten hat. Ich habe ihn engagiert, weil der einen Preis bekommen hat und eine so gute Rede hielt und ein so tolles Charisma hatte, dass ich mir gedacht habe, wenn er so reden kann, dann kann er auch schneiden. Und so sind wir zusammengekommen. Mit der Musik ist es eigentlich bei mir immer das Gleiche. Ich habe ein musikalisches Konzept für einen Film im Kopf. Und dann sehe ich das Material, das gedreht wurde, und dann stellt sich alles irgendwie nochmal um. Dann fange ich an, wie so eine Verfolgerrakete an diesen Leuten zu hängen, die da im Schneidetisch irgendwie vor sich hinpurzeln und irgendwie in die Kamera gucken. Und dann entsteht eine andere Art von Musik in mir. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass man einerseits ja die Spannung unterstützen muss oder auch zum Teil ja kreieren muss mit der Musik. Und zum anderen gibt es ja schon immer die emotionalen Ebenen und Geschichten, die da auch erzählt werden und die man ja auch mit Musik ausfüllt. Der Max arbeitet da auch eben gerne auch mit bestehenden Dingen, die er dann kombiniert mit der neu komponierten Musik. Und es gibt ja auch noch einen Song, der eine wichtige Rolle spielt. Dieses Gesamtgerüst sozusagen hält den Film zusammen. Der Film ist emotional und ich glaube, er ist echt so, also gelebt. Und ich glaube, das macht's aus. Für so einen Anfang hier war das schon. Poetisch, sensibel und er ist menschlich, weil er sich mit den Menschen in diesem Film wirklich beschäftigt. Es passiert mit einem, was man wird so hineingezogen in diese Geschichte. Es geht nicht nur darum, wer der Täter ist, sondern es geht um viel mehr. Und das finde ich für den Krimi schon ziemlich erstaunlich.